Hallo Freunde der leichten Kochkunst, heute machen wir Tofu-Curry mit Asia-Gemüse. Dafür benötigt ihr trockenen Basmati-Reis, etwas Wasser, Asia-Gemüse, Kokosmilch, einen Gemüsebrühwürfel, asiatische Paste und Tofu. Den Reis kochen wir nach Packungsanweisung. In das Wasser etwas Salz hinzugeben. Dann aufkochen. Den Tofu in Würfel schneiden und in der Pfanne erhitzen. Pflanzenöl in die Pfanne geben. Den Reis in das kochende Wasser geben. Nachdem ihr das Tofu in die Pfanne gegeben habt, könnt ihr es mit der Paste verrühren. Nach dem fertigen Anbraten könnt ihr das Tofu aus der Pfanne nehmen. Nun könnt ihr das Asia-Gemüse in die Pfanne geben. Jetzt könnt ihr noch die 200 ml Gemüsebrühe hinzugeben oder einen Gemüsewürfel mit 200 ml Wasser. Dann kommen noch die 3 Esslöffel Kokosmilch hinzu.
Das Ganze könnt ihr noch mit einer Prise Salz abschmecken und dann das Tofu hinzugeben. Ich hoffe, euch hat das kurze Quick and Dirty Video der Asia Currypfanne gefallen. Lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.